Was geht meine persischen Star Wars Trilogie Liebhaber? Willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Und ich habe fast mein Headset abgerissen. Auf jeden Fall Leute, willkommen zu einem wunderschönen neuen Video bzw. zu einer neuen Series. Und zwar heißt sie Reacting to the Best COD Players bzw. zu den besten Snipers, die es zurzeit gibt. Und es gibt eine Menge davon, weil durch im Wesentlichen eine Menge neue Leute herausgestochen und haben viele kranke Tipps gegeben, weil das Six Ons irgendwie jetzt ein Alltag ist auf den amerikanischen Servern. Europäische sind absolut immer noch broken as fuck und zwar, ja, auf jeden Fall nicht wirklich spielbar für mich gerade zur Zeit. Natürlich hätte ich den einen oder anderen 5 On, deswegen kommt auch in nächster Zeit ein richtig messes Video, wo ihr einige meiner geilen Clips sehen könnt, die ich dann in letzter Zeit gegeben habe. Aber auf jeden Fall Leute, zu diesem Video wirklich nice anzumerken, heute reagieren wir auf Face Testy. Ja. Also ich denke, für die meisten ist Face Testy die Nummer 1 Sniper oder auch Spread. Die tun ja sozusagen konkurrieren, weil Pamash war ja eine Weile schon im Rennen bis 2016 oder 17. 18 war ja auch noch gut, da hat er einen oder anderen geilen BO4-Clip gehittet, aber er hat sich abgefärbt mit der Zeit. Sein Content ist halt nicht mehr wirklich so krank wie früher, wo er richtig kranke Clips gehittet hat. Bisschen schade, aber deswegen ist Testy um desto mehr noch rausgestochen, beziehungsweise Spread und Testy. Das werde ich dann wahrscheinlich auch für Face Spread ein Reacting-Video in naher Zukunft machen. Auf jeden Fall, als erstes würden wir zu Face Testy reacten und ich würde einfach mal sagen, wir starten hier gleich rein zu einem random Video, was mir ein Kollege empfohlen hat, das ich mir unbedingt anschauen sollte. Und ja, und ich würde einfach mal sagen, Leute, es wird auf jeden Fall ein richtig littes Video, deswegen einfach mal, würde ich mal sagen, wir starten hier einfach mal gleich. Okay Leute, ich bin jetzt hier auf den wunderschönen, nice Video raus, was mir mein Kollege empfohlen hat. Und zwar ist es the best Modern Warfare Snapper Clip you will ever see. It went viral. Steht auf jeden Fall. Also hört sich schon mal richtig lit an. Also müsste ein richtig guter Clip sein, weil Testy hätte ja so viele Six Ons eigentlich. Also man muss sich vorstellen, dass er das dann wahrscheinlich toppen wird irgendwie. Da würde ich sagen, wir lassen uns einfach Überraschung starten natürlich. Und falls der ein oder andere Clip halt nicht so nice ist, beziehungsweise nicht so unseren, beziehungsweise meinen Erwartungen entspricht, tue ich ihn einfach rauscutten, weil das Video ist halt auf 12 Minuten gestreckt. Deswegen denke ich mal, er hat auch noch ein paar Streaks reingeballert. Auf jeden Fall fürs Erste starten wir richtig motiviert in das erste Reacting-Video, Part 1, Face Testy. Let's go! Ich finde seine Facecam auch immer lit. Kann man nicht sagen, Digga. Sein Setup hier. Are you f***ing kidding me? No. That doesn't count. That's not a maze, bro. That's literally I got robbed. Oh, there you go. Das wird's wahrscheinlich sein. Triple Headshot. Quad Headshot. 5 on Headshot. 6 on. 7 on! No way, bro! Er kann selbst nicht glauben. That right here is my best clip, dude. Ja. Literally. If I get like 8 kills, okay. Here, Leute. Das muss man erstmal, Junge. Ich habe bisher, ich habe sehr viele Clips angeschaut von sehr vielen guten COD-Snipern und ein 7-on-Headshot, glaube ich, habe ich bisher noch nicht gesehen in MW. Schauen wir uns das nochmal an. Schauen wir uns das nochmal an. Okay, warte, hier noch ein bisschen zurück. Single-Headshot hat er. Hitmarker. Double-Headshot, Triple-Headshot on screen. Quad-Headshot on screen. 5-on-Headshot, 6-on-Headshot, 7-on-Headshot. 7 on Headshot, only quickscoping. Only quickscoping. Schaut seine Reaction. Er weiß gar nicht, wohin mit sich. Ja, auf jeden Fall, lass uns weiter schauen. How many was that? Oh, there was 6. Er macht einen 6 Mark Colette. Kann man usen. Aber sein Aim. Oh. That's for all the people that say I never get hit markers, dude. It would have been nice getting 2 and a hit marker both, dude. Boah, der hätte man gerade echt viel. Also ich weiß noch, BO4-Zeiten, er hat so gut wie 0 Hitmarker verteilt. Wirklich, ich habe jedes seiner Videos gesehen, so gut wie 0 Hitmarker. Aber hier sind die Snipers eher auch ein bisschen Hitmarker angewiesen. Hey guys, how's it going? Hope you guys are having a great day, night, evening, what? Okay Leute, ich musste jetzt ein bisschen vorspulen, weil er hat einen Kommentar reingeballert, auf jeden Fall. Schauen wir jetzt weiter. Quad on screen, 5 on. Mit Splits. Leider. Triple. Die Variante will ich auch noch freispielen. Die ist so brutal. Du kannst so viele Clips damit hitten. Also mit der normalen habe ich eh schon gute Clips gehittet. Die werdet ihr dann auch sehen im zukünftigen Video. Aber die Variante, die er hat, mit dem Scope-Visier, die ist halt echt OP.
Ich glaube, die macht auch weniger Hitmarker. Single. Ihr müsst doch bedenken, amerikanische Server sind im Vergleich wirklich viel leichter zu spielen. Also das merke ich allein beim Clips anschauen schon. Beziehungsweise beim, wenn man nur Gameplays anschaut von amerikanischen Server, beziehungsweise von amerikanischen YouTubern, die Lobbys sind echt leichter. Ich spiele halt ein bisschen planlos, sagen wir mal so. Okay, den hat er wirklich gut gedrückt. Single. Okay Leute, ich muss jetzt leider ein neues Video machen, weil er hat wirklich in dem einen Video vorher wirklich nur Streaks geballert dann noch. Also waren schon gute Streaks, aber wir gehen hier mehr auf Sniper Clips. Deswegen schauen wir uns hier ein neues Video an. Und zwar Bun for Sniping Like This. Anscheinend ist es ein sehr gutes Video. Quad, 5 on, 6 on Split. Yeah. Ich fühl mit ihm. Guck, die Variante ist so schnell. Screen. Er ist planlos. Also die Server sind wirklich im Vergleich viel. Normale Leute auf den europäischen Servern würden echt mehr pre-aimen, wenn sie spawnen. Aber dort sind halt echt viele Bots, muss ich sagen. Ich würde so gerne auf amerikanischen Servern mal spielen. Und der Quartet-Shot ist drin. Split, schade. Schade. Also das No-Scope Magie in dem Game ist schon echt okay, finde ich. Es connectet halt mehr Shots als man denkt. Quartz, 5 on 2 und Hitmarker. Und Times 3. Aber Split leider, aber ey. Guter Clip, kann man sagen. That's what I want to see. Ja, yeah, das geht endlich, Mann. Double. Triple. Oh, das war ein Split sein, Ogros Enkel leider. Also, Ship and Clips hätten ist echt leicht, muss ich sagen. Vor allem wegen den Spawns. Du kannst da so echt easy 100 plus hitten. Triple, Quad, Quad twice. Oh, so ein Roll, ich hab's gerade nicht gescheit gesehen. Also, hier die MK2 zu spielen ist halt so OP. Also wenn du gut M hast, da kannst du so viel Kipps reißen. Und vor allem Testi, guck, er macht ein Game 20 Clips gefühlt. Das ist echt OP, Alter. Er misst halt kaum Shots und macht halt kaum Hitmarker, weil er hat so gutes Aim auf den Hals. Beziehungsweise er zieht halt ziemlich hoch. Triple Headshot again. Also hat er gerade 6 Clips getötet in einem Shipment Game. Er ist planlos, let's go. Single, single, single. Für den Quad on Screen. Und boom, für den 5 on. Triple Headshot. Quartet. Ja. Schade. Er hat gesplittet, der eine. Sonst wäre es Quad on Screen. Boah, ich hasse die Map so hart. Also, wer da gut sein kann, jeder. No joke, er ist gut, Digga. Kann man nicht sagen. Und wieder mal. Oh mein Gott. Das ist die Power des Aimbots beim No-Scope in Modern Warfare. Das ist echt okay, muss man sagen. Also ich beschwere mich jetzt nicht, aber es ist halt. Ich finde es ziemlich gut eigentlich, dass es so ist. Ja, man kann eh so langsam reinzoomen und anvisieren. Rapper, der vierte. Boom. Er hat gemisst. Oh, schade. Und nochmal twice. Und Hitmarker. Man muss aber auch sagen, die MK2 wurde echt, glaube ich, verbessert, weil die macht jetzt weniger Hitmarker als in früheren Zeiten. Quartz. Ultis.
Sir, Singer, Singer. Oh, da war der coole Teaser. Quadron. Fight von Split. Let's go! Okay, Leute, das wird wahrscheinlich das letzte Video sein, was wir uns anschauen werden. Weil er hat halt echt viele Street Gameplays geballert, leider. Und man hat halt kaum wirklich Clips gesehen, aber hier Quad 5 on. Nice. Also, man kann schon sagen, er ist halt ein extrem guter Sniper. Er macht halt sehr wenig Hitmarker, weil er extrem gutes Aim hat. Die MK, das ist ein MK2 Video auf jeden Fall. You can tell. Und 360 für den Quad Splits. Nice. Den Juke. Das war jetzt echt unlucky, Bro. Und der vierte kommt jetzt 3, 2, 1. Oh, er hat daneben geschossen und trifft ihn sogar. Let's go. Oh, er schießt wieder daneben und trifft wieder den anderen. No way, Bro, hä? Oh, er hat extrem gutes Gespürsinn gehabt. Triple, Quad, na, oh, shit. Schade. Okay, Bro, Single, komm, letzter Clip, also ein Clip noch. Komm, mach einen Quad, bitte. 4, 3, 4, komm. No way. Ich will noch einen geilen Clip sehen, Digga, noch einen geilen Clip. Irgendwo muss noch ein geiler Clip sein. Komm, ein Quad, irgendwo. No way, Bro. Single, Single, Single und jetzt den vierten, komm, bitte. Oha, das ist der längste Split-Feed, den ich je gesehen habe. Alter. Boom. Oh, nice. Single. 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 Komm, für den Quarter Screen, bitte. Oh, wieder gesplittet. Bro, bei ihm splitten echt viele Clips. Das ist so schade, Mann, weil die Gegner so lax sind, Mann. Ich fühl mit ihm, Digga. Ich hasse es auch, wenn splittet. Er snappt halt sogar schnell und macht halt kaum Hitmarker, aber es ist... bisschen unlucky wegen den Spawns und wegen den Teammates, dass die ganze Zeit verrecken und dass die ganze Zeit splittet, deshalb. Komm. Single. Single. Und nochmal. Nein. Das will nicht. Aber man sieht doch, wie konzentriert er spielt. Schaut ihn an. Er spielt sehr konzentriert, weil jetzt sein Mund ein bisschen offen. Er geht so mit seinem Kopf mit, wenn man so sieht, weißt du? Jedes Mal, wenn er schießt, geht er so nach vorne, Digga. So nach. Okay, Leute, ich denke mal, das war's mit dem Video, weil ich glaube, wir haben echt viele gute Clips gesehen. Beziehungsweise der erste Clip war echt brutal gut. Also, ich habe keinen Clip gesehen, der wirklich so brutal gut gehittet wurde. Also, only Quickscopes, er hat nicht, also vielleicht den Hitmark am Anfang, aber er hat's ausgegleicht und alles gehittet. Also, das heißt, er hat halt echt gutes Aim, muss man sagen. Ein Six-Man Headshot times 2, also ist schon echt brutal, wenn man sowas hittet. Also no joke, das ist echt der beste Entwickler, den man eigentlich hitten kann. Zurzeit, wenn man Headshot-Feeds only ballert. Also Respekt an FaceTest, ich würde schon sagen, dass er wirklich schon in der guten Top 2 bzw. Top 3 unter den Codslappern ist, weil ich habe bisher noch nicht auf die anderen reagiert und mal schauen, was die so für Clips geballert haben, weil ich habe die letzte Zeit nicht wirklich die Face-Member verfolgt. Deswegen schauen wir mal in den nächsten Videos, ob die anderen sich auch richtig reingehängt haben. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, peace out. Und bis dann, euer Tab.